Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von dem Community-Projekt, was wir vor 2 Wochen mal gemacht haben. Und heute ist The Keto Zone dabei. Yo, Hallöchen Popöchen hier an alle Menschlein von Mr. Gamecraft. Jetzt habe ich mich schon wieder wie Gronkh hier eingeleitet. Jetzt klingt voll wie Gronkh. Klinge ich eigentlich gar nicht. Aber da das hier ja auch auf meinem Kanal hochgeladen wird, kann ich ja auf rege Unterstützung von meinen Zuschauern hoffen, wenn deine mich nicht mögen. Ja, genau. So, ich erkläre das Projekt gerade mal. Für die Leute, die bei Keto Zone zugucken. Also, das ist ein Projekt, was ich hier mache, so ein Community-Projekt mit vielen anderen Let's Playern und wir spielen alle auf der gleichen Map und wechseln uns einfach ab, die Leute. Jeder ist mal dran und dann halt nicht mehr. Ja, und heute ist halt Keto Zone dran. Ist, glaube ich, jetzt die 9. Folge. Kam in der letzten Zeit gar nicht, weil niemand mehr da war, niemand wollte mehr. Ja, und heute wollte mal The Keto Zone. Genau, und aus reinen Charity-Gründen, also weil ich einfach so dermaßen lieb bin, lade ich das auch noch auf meinem Kanal hoch, damit er hier auch so, ja, ihr könnt dann seine Sicht, könnt ihr auf seinem Kanal anschauen. Ja, genau. Lohnt sich vielleicht auch möglicherweise mal vorbeizuschauen. Ich sag mal, das ist so, ist ein bisschen schwierig, das ist so wie scharfes Essen, das mag nicht jeder, ne? Ganz genau. Ja, so und sieht's aus. Ja, was wollen wir denn machen? Was machen wir denn? Komm. Ja, keine Ahnung. Also, sonst haben wir uns immer vorbereitet. Wir gehen jetzt einfach mal raus und gucken mal, welchen Creeper wir in den Arsch stecken. Ich habe immer noch einen Dreckblock in der Hand, ist doch schön, oder? Oh ja, achso, genau wie du. Ah, hier, du hast mal Ausrüstung drin, also oh, von super, den ich bekomme Ausrüstung. Vorleuten, die noch dabei waren. Boah, hat da die schon mal ein bisschen Skelettos oder so mitgemacht? Dann hast du ja schon mal eine Frau angehabt, das kannst du ja jetzt nicht bringen irgendwo. Ja, die hat das ganze Essen verschafft. Okay, ich nehme einfach mal das Schwert hier mit, das kann ja schon mal nicht schaden und Fleisch und. Hier sind noch Lederschuhe. Oh, Lederschuhe. Ein Spinnenauge, das ist auch recht schön zum Schnabulieren, da kann man so einen Milchshake draus machen. Auf jeden Fall. Jo. Was brauchen wir denn? Holz, die Spitzhacke einfach ein so zur Sicherheit. Ja, genau. Einfach alles mitnehmen, was du siehst. Ja, schön. Den Diamant nehme ich auch noch mit, den schmeiße ich dann einfach mal irgendwo rein. Ah, mit der Höhle warst du auch schon irgendwo. So, so. Ja, da war ich mit Holly. Leatherkram und jetzt. Moment, jetzt ziehe ich mir nur die Schuhe an und das reicht eigentlich schon. Also, ja, ich brauche nicht mehr als Schuhe. Wir haben ja auch, glaube ich, noch Eisen. Ach, genau, wir könnten mal wieder in einen Cave gehen. Das war in der zweiten Folge, glaube ich, sind wir in den Cave gegangen und langsam fehlen uns wieder die Rohstoffe. Merke ich gerade. Und das wäre vielleicht ganz gut, mal wieder in den Cave gehen. Ja, dann gehen wir in den Cave. Ja. Habe ich nichts dagegen. Okay, super. Ja. Wir haben hier auch einen gleich um die Ecke. Da kommen wir an sich nochmal rein. Mit Spitzhacke bewaffnet. Ich habe nur das eine. Das ist super, jetzt habe ich gerade eben hier ein halbes Rüstungsteil oben links. Das ist echt schön. Das heißt oben links unten, links oben links ist das ja eigentlich. Genau. Boah, das sieht ja richtig schön aus hier. Also ich habe noch nie so eine hässliche, schöne Minecraft-Welt gesehen. Ja, das ist alles hier von ganz Künstlern geschaffen und so. Ja, ich sehe schon. Das ist. Naja, gut. Hier geht's rein. Also ich glaube, das ist. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte irgendwie da, hier geht's rein. Da, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe sogar ich war so lange gar keine Schaufel dabei und nichts. Meine Spitzhacke ist auch schon fast im Arsch. Ja, das ist bei mir auch so. Wir sollten uns vielleicht gleich mal irgendwas machen. Hast du Holz dabei für ein Crafting-Table? Hast du ja, hab ich dabei. Okay, schön. Immerhin, immerhin. Gut vorbereitet ist er hier, der Mr. Gamecraft. Das ist scharfe Fliegen. Du bist doch Mr. Gamecraft, oder? Das war schon ja, cool. Genau, ich bin Mr. Gamecraft. Ja, was weiß ich natürlich. Ich wollte nur ja, ein. Ja, du hast ja auch nur Schuhe an, fällt mir gerade auf. Auch nur so Eisendinger. Ja, ich hab auch nur. So. Ja, also ein paar Knochen brechen, sehr schön. Sag mal, wird das nicht ein bisschen dunkel für dich in der Höhle mit der Sonnenbrille? Das ist doch unangenehm auf Dauer. Och nö, es geht. Oh nö, okay. Oh verdammt, ey, da breche ich mir auch mal gerade was. Und das Gefühl, das ist ein bisschen leise bei mir, den Sound, weil ich habe gerade eben die Einstellung extra für diese Aufnahme geändert, weil das ist nämlich so, wenn man Mr. Gamecraft aufnimmt, kommt irgendwie mal so 2 Minuten vor Start, also du nimmst das für deinen Kanal auch auf, oder? Ich habe sie aber in der PN geschrieben, du kannst gerne mal nachlesen. Doch, doch. Ich lese obwohl, doch obwohl, nee, du warst einer der ersten, die ich angeschrieben habe und dann, stimmt, da habe ich es noch nicht reingeschrieben. Ich habe das erst ab der dritten PN oder so habe ich es erst reingeschrieben. Oh verdammt, da kommt eine Spinne. Und dann, oh Gott. Ein Spinnerich. So, zack. Und gleich noch einer. Und ein Creeper auch noch dazu, das ist super. Was soll ich denn jetzt gerade eben sagen? Ja, stimmt, du hast mich als erstes angeschrieben und ich nehme als letztes mit dir auf. Das zeugt auch von Flexibilität. Ja, du warst irgendwie weg oder so, ne? Ja, ich war einmal weg und stimmt, wir wollten ja eigentlich vor meinem Praktikum bei Game Insight aufnehmen und dann war ich irgendwie weg und dann ist es irgendwie nicht mehr zustande gekommen, also. Ja genau, irgendwie sowas war das. Jetzt habe ich mir heute Abend mal gedacht, fasse dir ein Herz. Ja, so tust ein es dir mal an. Die Aufnahme hier ist so ein bisschen wie Spenden zu Weihnachten, das ist doch noch explodiert, ey. Ja. Schön. Haben wir eigentlich Fackeln? Ja. Aber warte, ich gebe dir die Hälfte. Moment. Ja, gib mir mal die Hälfte, komm. Hier, gönn's dir. Ist für einen guten Zweck. Nicht alles auf einmal verprasseln. Ui, ein Wasserfall, wie toll. Können wir baden gehen. Sehr schön.
So, wo ging's denn hier weiter? Also hier waren wir schon mit Holly einmal und irgendwo ging's dann hier auch weiter. Ich bin gerade richtig stolz darauf, dass mir die ganzen Namen, die du erwähnst, sogar was sagen. Ja, doch sind auch recht bekannte Leute Ja klar, sonst würde ich sie ja nicht kennen. Ich schaue mir ja Kanäle unter 1000 Abonnenten gar nicht erst an. Da Nee, bin ich ja das viel zu ist auch arrogant für. Ja, Quatsch. Nein, Gott. Quatsch. Na, warum Nein, denn? natürlich. Oh, verdammt, muss ich jetzt so schnell runter, damit ich nicht auf... Oh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ach, Also verdammt, klingt's echt ey. wie Gronkh, muss ich echt sagen. Ja, nee, ich zwinge mir den Gronkh-Vergleich gerade auch noch auf. Es gibt ja jemanden, der noch viel schlimmer wie Gronkh klingt. Das ist ja der Captain Morris. Der klingt ja wirklich genauso. Also, ich weiß nicht, ob du Den den kenne ich kennst. nicht, den kenne ich nicht. Das kann ich dir mal rüberschicken. Das ist unglaublich. Der klingt wirklich ganz genauso. Also, ich mache das ab und zu auf Spaß. Ich imitiere da so ein bisschen so, Hundis! Hm? Und, aber ansonsten, da ist das halt, habe ich, glaube ich, so ein bisschen ein helleres Stimmchen. Oder tiefer, je nachdem, eins von beidem. Schwer zu sagen. Ich glaube, Gronkh hat. Nee, ein bisschen heller, glaube ich. Ja, Aber. genau, weil ich komm nicht mehr so ganz hoch. Vor allem, wenn ich aufnehme, dann habe ich, das wird mir auch immer so von der L-Leuten gesagt, dass ich dann anscheinend eine seriösere und tiefere Stimme bekommen Ja, ich würde. spreche auch anders im Real Life als Ja, jetzt bei obwohl meinen ich das gar Aufnahmen. nicht, ich mache das gar nicht beabsichtigt Ja, oder ich so, auch ich nicht. verstelle Da meine Stimme nicht liegt's oder immer, so, es ist wenn ich einfach. Aufnahmetaste drücke, legt sich mein Gehirn so einen Knopf um und dann so Ja, genau. anders irgendwie. Ja, das ist, also es ist nicht ein unglaublich riesiger Unterschied, aber es ist halt so, dass ich jetzt zum Beispiel, irgendwann kann ich nicht mehr singen, so, Figaro, Figaro, es geht nicht mehr hoch. Ja, genau, das kenne ich. Geht normalerweise besser im echten Leben, ja. Da bin ich der totale Tenor. Oh ja, das glaube ich. Jetzt gucken wir, da oben war, glaube ich, auch schon jemand, oder? Ja, wahrscheinlich. Oder Lava, aber nee. Alles benutzt hier. Ah, fuck, hier waren wir echt. Gut, dann nochmal runter. Irgendwo ging es hier noch weiter, glaube ich. Wie gesagt, war die zweite Folge. Ich weiß jetzt nicht Oh, warte, mehr glaube ich. Ich glaube, ich habe was ganz. gefunden. Nee, da hast du schon irgendwie wieder Holz hingeknallt. Ach so, ja, das war wegen Wasser. Ach Oh, so. Eisen, Eisen, Eisen. Fast übersehen. Ja, dann nimm das mal mit. Ich lasse dich ja nochmal arbeiten und schau dabei zu. Das ist dann Ja, alles klar. Das ist schön sehr entspannend schöne für die Einteilung. Seele. So, hier geht's rund. Ah, es ruckelt so jetzt. Hier. Ah, da unten wartet schon. Creeper, was machst du denn? Naja, ich wollte dich einfach nur mal runterschmeißen, um zu schauen, ob du den Sturz überlebst, weil du hast ja die Eisenschuhe. Es federt ja. Ach so, stimmt. Bisschen Action hier Nee, das war aber eigentlich gar nicht beabsichtigt. Das passiert mir in reinbringen. Minecraft irgendwie immer aus Versehen. Der war ganz schön da unten, so ein schöner Creeper. Ich sag so, Creeper und du schaffst mich rein. Ja, schön. So, hier unten waren Nicht. wir auch schon. Scheiße. Scheiße, ja, also ich glaube, da hinten war noch ein Gang, in dem noch niemand drin war. Oh, Mensch. Lapis Lazuli, das ist ja unglaublich wichtig. Oh ja, unbedingt. Ich glaube, hier oben können wir noch lang gehen, oder? Ich schau mir das mal Ja, an. wenn es nicht eine Sackgasse ist. Da ist schon mal Eisen, das kannst du wieder abbauen. Ja. Sehr schön. Da mal ein bisschen Gavil. Ach Mann, ey, ich zwing den Vergleich heute auch echt auf. Ja, man merkt's. Soll damit aufhören, ich benutze es eigentlich noch. Oh Mann, Skeletto, Skeletto, Skeletto. Ist Gold. Scheiße. Ich kriege jetzt einfach das Rest, den Rest vom Let's Play so und dann haben wir das irgendwie, ne? Ja, genau. Ja. kannst du andere Let's Player imitieren? Andere Let's. Nee, das ist eigentlich nicht so. Wie gesagt, das ist eigentlich so das Ding von Captain Morris. Let's Play imitieren ist so, ach, wie gesagt, Gronkh war halt so mit meinen Inspirationen, als ich angefangen habe. Ja. Und deswegen sind da halt so ein paar Sachen schon so ein bisschen verankert. Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr rauspolieren, egal wie oft man irgendwie drüber scheißt. Ja, kenne Warum ich. man auch immer drüber scheißen sollte. Aber ansonsten ist das, habe ich meinen ganz eigenen Stil. Ich bin selber groß. So sieht's aus. Der zeichnet sich eigentlich vor allem durch Peniswitze ab, aber die sind bei dir gerade eben irgendwie gering gesät. Ich weiß auch nicht warum. Also normalerweise rede ich durchgehend über Penisse. Das ist Ach einfach so, so übermäßig viel. Das, also jetzt nicht auf die, ne, also auf die, Ja, ich verstehe schon. auf die falsche Art. Oh, verdammt, Lava! Oh, knapp, ey. Ja, siehst du, wenn man sich rausreden, dann ist man direkt in Lava drin. Das ist Ja, echt das toll. ist hier eh. Oh, scheiße, warte, das mach ich mal zu. Was heißt rausreden? Ich will mich ja eigentlich nur hier richtig stellen. Hier ist ja echt nichts mehr. Das ist total langweilig, ich will nicht mehr aufnehmen. ist bald vorbei. Ist bald vorbei, ja, Ich meine, genau. das Ganze. Wie lange dauert das denn überhaupt hier? Irgendwie 3 Stunden am Stück? Schon, oder? Also, bis jetzt war es immer 30 Minuten. Wir haben so 15 bis 30 Minuten vorgenommen. Und meistens waren es dann 30. Aber Ja, also ist. schön, dann nehmen wir so einen Durchschnittswert von 20 Minuten, Ja, 20, 30, wie auch immer, ja. genau. Wir schauen einfach, wie lange es anhält, hier die Lust. Machst du hier mal ein Crafting Table? Einfach gibst du mir mal so eins, Jo, ne? So, Mensch, brauch eine Mensch. neue Spitzhacke. Hier, hauen wir da hin. Jo, warte. Was hast du eigentlich an? Ist das irgendwie so ein Schlafanzug? Nee, das ist ein Anzug. Ja, das erinnert mich so. Ich habe auch einen Anzug an. Das sieht aber auch ein bisschen so mehr wie so eine Pfarrerkluft aus. Ja, stimmt, das ist in Minecraft nicht so gut machbar. Hast du mir auch noch Holz? Achso.
Ja, ich finde, das erinnert mich bei dir irgendwie so ein bisschen an den Schlafanzug von Barney. Stimmt, jetzt wo du es sagst. So ein bisschen satinmäßig. Die sind übrigens übelst teuer. Also ich habe mich da mal umgeschaut bei Amazon, weil ich mir so dachte, hey, aus Witz kannst du dir das ja kaufen oder so. Und alter Verwalter, ey, irgendwie, das fängt bei 70 Euro an und hört bei, was weiß ich wie, auf. Echt? Also es ist ganz Aber schön dass es Leute gibt, die preislich sowas echt anziehend. tragen, ne? Das ist Ja, erstaunlich. das ist doch total super, ey. Bist immer gut gekleidet, wenn. Ja, das ist dann nicht mit so einem Anzug direkt drauf, aber das ist dann halt auch so seidenmäßig. Schläft dann bestimmt recht schön drin. Jo, mit Krawatte. So, ich bin weg. Okay, warte, ich baue gerade einen Ofen, dann können wir uns gleich neue Spitzhacken machen aus Eisen. Stimmt, das wäre mal eine ganz sinnvolle Überlegung. So. Du sorgst es übrigens gerade echt dafür, dass mein Kanal derzeit von Minecraft beinahe überflutet wird. Dabei bin ich ja kein reiner Minecraft-Kanal. Nicht, dass jemand irgendwie den Gedanken bekommt, weil die neuesten Videos bei mir gerade irgendwie nur Minecraft sind. Ja, ich bin ein reiner Minecraft-Kanal. Also, Du bist ein reiner ja, Minecraft-Kanal, ich bin hier stimmt. so richtig Minecraft-Hardcore. Also, bei mir gibt es nichts anderes. Ja, Nein. ich mach das gerade auch recht gerne. Also, das ist, was heißt, ich mach dich gerne, doch, ich mach gerne Minecraft Hardcore. Ich habe ja auch jetzt ein Hardcore-Let's Play. Hardcore. Aber die Sache ist, Minecraft habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen spartanisch mit beschäftigt durch mein Let's Play. Also, und habe dann doch gemerkt, dass ich ein bisschen mehr von dem Spiel haben will. Das ist so, wie wenn du ein Porno anfängst und dann irgendwann merkst, ah, da wäre noch eine gute Stelle dabei gewesen. Ja, ich verstehe, was du Um meinst. das mies zu vergleichen. Und deswegen habe ich mir jetzt so gedacht, ja, dann kannst du mal ruhig auch so ein paar Projekte mit so reinen Minecraft-Kanälen machen, weil ich das eigentlich immer ganz sympathisch finde. Die haben dann immer tausendmal mehr Ahnung als ich. Ja, Aber. obwohl ich sagen muss, also ich spiele Minecraft auch nur für die Aufnahme. Aber eigentlich auch einfach nur, weil ich mir privat. Ich meine, ich brauche es privat nicht, weil ich es ja in der Aufnahme mache und weil ich ja jeden Tag ein Video hochlade und da jeden Tag Minecraft zocke, so gesehen, da brauche ich das gar nicht privat, weißt du? Ja, stimmt, also privat war das bei mir auch recht wenig. Also ich habe ja massig Projekte eigentlich wirklich, inzwischen habe ich so viele Projekte, wie ein Minecraft-Hardcore-Kanal haben könnte. Es kommt halt nur nicht so regelmäßig oder so viel davon, weil eben noch die anderen Projekte auf dem Let's Play-Kanal laufen. Inzwischen bin ich da so ein bisschen umstrukturieren, aber privat Minecraft ist eigentlich nur so ein bisschen auch spartanisch in der Let's Show-Welt. Da habe ich mal eine Folge hochgeladen und inzwischen läuft da nicht mehr so viel. Wahrscheinlich, weil ich einfach so dermaßen unkreativ bin und alle Gebäude irgendwie in riesengroßen Armen enden. Ja, das kenne Ja. ich. Ich mache auch so ein Let's Build und naja. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, also man fühlt sich recht klein, wenn man dann diese ganzen anderen Speedbuilds sieht von Ja, irgendwelchen genau. riesigen Städten oder was weiß ich. Was mache ich eigentlich? Keine Ahnung. Du schaust mir nur zu, wie ich habe, oder was? Ja, ich bin mal hochgekommen, um zu sehen, was du machst. Faule Sack, ey. Ich habe nur noch eine Fackel, jetzt wird's kritisch. Brauchst du eigentlich was zu essen? Ja, stimmt, sollte ich mal machen. Ich verpenne das immer, ey. Das Essensupdate, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also, ich habe das erwähnt, habe so, oh, gibt's jetzt Essen und hab's dann dezent ignoriert, durchgehend und mich eben umgebracht. Ja, ich find's, naja, ich fand's vorher auch nicht schlecht, sagen wir so. Ja, also, es ist jetzt nicht so unglaublich zwingend nötig gewesen. Sag ich jetzt einfach mal. Also, es war jetzt nichts, was ich mir gewünscht hätte, was ich mir ja immer noch, so im Ansatz, das ist sehr schwierig umzusetzen, aber es ist immer die Idee, die ich so am meisten für Minecraft sehen würde, wäre so ein erweitertes Crafting-Table, dass man so quasi sich Bretter und Stöcke machen kann, kann man ja auch jetzt schon in gewisser Weise, und dann daraus irgendwie seine eigenen Möbel craften oder irgendwie sowas in die Richtung. Das finde ich Ja, recht das cool. wäre echt geil. Hast du nochmal Fackel hier? Es wird langsam dunkel. Jo, hier. Ich habe noch genug. Dankeschön. Sehe ich Ich habe noch gerade. Spinnenaugen. Oh, ja, dann Keine sind wir Ahnung, falls du. gerettet. Ja, genau. Juh, mal schauen, was uns da oben erwartet. Wahrscheinlich die Oberfläche. Nee. Habe jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, vielleicht landen wir auch in einem Meer, das ist mir auch schon öfters mal passiert. Achso, ja, das kann auch passieren. Aber ich glaube. Obwohl. Ne, ich weiß ja gar nicht, wo wir sind. Ja, kann sein. Oder ein Vulkan oder so. Ja, genau, mitten um die Lava ins Gesicht und dann ist Schluss. Ja. Aber das sieht man jetzt durch die Updates. Ah. Nee, das Dreck. Achso. Wird also unwahrscheinlich sein, dass wir irgendwo landen. Ach, man sieht durch die Updates, wo Lava ist? Es tropft leider durch. Ach so, stimmt, ja, Ja. tatsächlich. Obwohl, hier ist Sand. Ah, Ah, in Luft. also, ich glaube, wir könnten am Strand sein. Ach, in einem. Ah, in einem. In einem. In einem. Oh, doch Wasser. Habe Uah. ich aber gut geschätzt. 2 Meter weit und wir wären direkt in der Pampa Hier. gelandet. Oh, wo sind wir denn? In einem Sumpf. Scheiße. Wir haben uns verlaufen. Oh, guck mal, das ist ein Berg. Berg, Berg, Berg. Ja, ich bin schon wieder hier total auf Erkundungstour. Also, einen Sumpf habe ich einmal gesehen in der Folge, aber der kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Oh, guck mal, da hat dein Minecraft-Generator irgendwas abgehackt. Oh ja. Weil die Welt ist bestimmt ein bisschen älter, oder? Ja, aus 1.1.
Ja, stimmt. Und bei 1.2 generiert er ja neu. Also ab hier sind wir jetzt in neuem Terrain. Ah, oder so, glaube ich mal. Ist gut möglich, denke ich mal. Mhm. Wäre geil, wenn jetzt mal so ein Dschungel kommt. Da war ich noch nie drin. Was mache ich? Du stehst auf einer Seerose. Ich stehe auf einer Seerose? Ja, du stehst auf einer Seerose. Ich stehe doch auf keiner Seerose. Ich hackel gerade total durch die Gegend. Moment mal. Also bei mir stehst du auf so einer Seerose. Was ist denn gerade bitte kaputt? Also in meiner Aufnahme sieht man das ja gerade eben. Ja. Du kommst immer weg, oder was? Ey, alter Verwalter, das musst du dir mal geben. So, jetzt bin ich raus. Nee, das war gerade eben irgendwie total der epileptische Anfall. Okay, muss ich mir bei dem mal anschauen. Oh, das ist tatsächlich eine Seerose. Aber da war doch keine Seerose. Doch, da ist eine Seerose. Da ist gar keine Seerose. Da ist... Nein, doch. Wo denn bitte? Ich mach gleich einen Screenshot und schick's dir. Ja, das kann ich an. Nee, da ist keine Seerose. Warte, ich baue es ab und wirf sie dir hin. Warte, jetzt komme ich nicht hoch. Jetzt kommst du selbst nicht mehr hoch. So, da. Die war da. Ich habe die nicht gesehen. Das ist... Minecraft benachteiligt mich. Ja, das Diskriminierung. Ist Diskriminierung hier gegen... Das sieht ja auch geil aus hier. Alles einfach mal total schwarz. Boah, jetzt hat's nachgeladen. Jetzt wird's hell. Ja, du wolltest eine Höhle, jetzt haben wir eine Höhle. Ja, das stimmt. Das sieht interessant. Oder irgendwie so ein Ansatz von einer Höhle jedenfalls. Ja. Vielleicht geht's hier rein. Tolle Höhle, wirklich, wirklich prima. Richtig viel gefunden. Ich glaube... Nee, doch nicht, oder? Ah, schubst ihn. Boah, klar, jetzt rein. So. Oder da ging es doch nicht rein, jetzt sind wir einfach nur in eine Grube gelandet. Einfach springen. So. Ich baue uns hier mal hoch. Ja, mach das mal. So. Na, ging doch. Ist aber eine schöne Landschaft hier, wenn man mal den Sumpf sich wegdenkt. Also. Naja, die Landschaft besteht aus dem Sumpf, also den sich wegzudenken wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also ich fand da hinten zum Beispiel diesen kleinen See, wo wir rauskamen, oder Dings, ne? Den fand ich ganz cool. Den kleinen Dings da. Die Pfütze da, ja. Ja, das sah so ein bisschen aus wie so eine Kloschüssel, das ist ganz nett gewesen. Ja. Kommt mal was raus. Ja, ich besteige jetzt einfach mal hier den Berg. Ja. Aus Lust und Laune heraus. Zack. Zack, zack. Das mach ich doch auch mal. Alter, irgendwie nerven diese Seerosenblätter. Wofür sind die eigentlich nur zur Deko, ne? Ich weiß es nicht. Ich denke wirklich nur zur Deko. Ja, klasse. Und direkt dahinter ist irgendwie eine Schneelandschaft. Echt? Ja, logisch. Sumpf und dann Schnee ist ja. Ja, das ist auch wirklich immer so, also in welcher Welt war denn das? War das in meiner Hardcore-Welt? Ich weiß es nicht. Also da ist irgendwie direkt Dschungel, Wüste, Sumpf, Eis, Schnee, Wasser, Urin. Was auch immer. Also alles auf einem Haufen. Was ist denn hier los? Auch nur dunkel. Mich würde es interessieren, ob später auch noch neue Welten hinzukommen, irgendwie. Ja, wie so eine Urinwelt. Ja, also die Frage ist jetzt natürlich, was er sich da halt noch ausdenken will. Ja, genau. Also inzwischen ist ja nicht mehr Notch, sondern hier dieser Jeb, der das hauptsächlich leitet. Also ich fand das Dschungel-Update fand ich eigentlich wirklich relativ geil. Ich habe das noch nicht komplett erkundet, aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil es eben so ein bisschen größeres, monströseres Biom ist. Ich will immer Binom sagen, dabei ist das mathematisch. Biom heißt es. Biom. Ah, okay. Also das fand ich eigentlich ganz nett, auch mit den Ozelots. Das finde ich eigentlich eine recht schöne Idee. Was sind Ozelots? Aber was jetzt halt noch so als nächstes kommen könnte, der Himmel könnte natürlich noch kommen. Das wünscht sich auch recht viele. Da gibt es ja auch hier diesen Mod dafür. Ach so, Evermod. Genau. Das habe ich auch mal Let's Played. Noch nicht lange. Machst hier harte Eigenwerbung, ne? Ja, hier. Ja, bei mir gibt's noch. Nein. Nur Eigenwerbung, das ist eigentlich nur so eine Dauerwerbesendung. Kannst du direkt irgendwie mal so ein Disclaimer drüber packen. Und so ein Werbebanner rein, der so durchläuft irgendwie. Ja. Benzin kaufen und so. Ja, genau. Ey, was ist denn hier los? Was denn? Achso, das ist einfach nur wieder so eine Schlucht. Jetzt hab ich dich eben gerade gesehen, jetzt bist du wieder weg. Ach, da, du. Ja, ich bin schnell wie. Ja, du läufst. Sieht ja auch immer, ich find das immer extrem episch, wenn diese Server ihre. Ja, ihre Nachladeding da haben und das noch nicht voll generiert ist, sondern irgendwie so in die Bodenwelt mit reinsieht. Ja, genau. Das ist recht interessant. Mhm. Weil man da schön spoilern kann. Vor allem, wenn Schafe drin rumlaufen. Ja. Die schweben in der Luft, das sind heilige Schafe. Sind Schafe in irgendeiner Kultur heilig? Ich glaube nicht. Also ich weiß, dass es Kühe sind. Schweine auch. Nee, obwohl, Schweine waren die auch nicht. Also Kühe auf jeden Fall. Schweine. Ich weiß es nicht. Ich schau euch das mal an, das ist wirklich. Ich möchte noch mehr von dieser tollen, nicht generierten Welt zeigen. Ach, du siehst sie nicht generiert, ich sehe die generiert. Ja, mein Internet ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen langsamer als deins. Obwohl ich auch schon ziemlich lahmes Internet habe. Ja, das Lustige ist, er hat mir gerade eben auch noch gesagt, ja komm, wir laden das irgendwie morgen auf 11 Uhr hoch, deswegen sehen das jetzt auch die Leute, die irgendwie heute ein paar Stunden in der Schule frei hatten oder die halt heute allgemein frei haben. Mhm. Ihr seht das jetzt ein bisschen früher, weil das ist schon um 11 Uhr jetzt online gekommen, auf beiden Kanälen gleichzeitig, ja. Mit automatischer Freischaltung. Ja, danke. Total toll. Auf jeden Fall. Können nur Partner. Ja, musst du es jetzt noch kurz anfügen, einfach so, um noch so ein bisschen Arroganz mit reinzubringen. Ja, genau.
können nur Partner, also nur Partner. Genauso wie nur, Thumbnails. Nur Partner. Können nur Partner. Gut. Jetzt, ich warte noch auf irgendwo, wir können ja mal Steingolems suchen. Ich glaube, wir sind jetzt in einer 1.2. Ding. Ja, ich denke mal, dass wir jetzt in so einem 1.2.3 Bereich sind, aber diese Steingolems habe ich bisher auch, glaube ich, nur auf einem Server gesehen. Also Steingolems weiß ich gar nichts von. Also ich habe mich nicht viel mit... Die heißen auch gar nicht Steingolems oder so. Ja, es gibt ein recht cooles Vorschau-Video, das sie mal wieder gebastelt haben, aber das sind irgendwelche Golems. Ob die jetzt zwingend Steingolems heißen oder was weiß ich was, Chrom-Golems, Magnesium-, Aluminium-Golems, weiß ich nicht so genau, aber... Ja. Nee, habe ich noch gar nichts von gehört. Also du betreibst einen Minecraft-Kanal. Also ja, ich beschäftige mich irgendwie zu wenig, merke ich. Ja, es geht ja auch eigentlich um den Spaß. Es geht ja nicht zwingend darum, wirklich alles in- und auswendig zu wissen. Ja, ich meine jetzt, das wäre ja auch eine schöne Überraschung auch jetzt mit diesen Steingolems. Und ja, reicht mir. Ja, ansonsten, es ist ja auch, wie gesagt, dieser Überraschungseffekt. Also manchmal laufe ich halt in Minecraft rum und sehe irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Genau, genau. Und Steingolems habe ich jetzt noch nie gesehen, also das wäre jetzt toll. Ja, eine Ich weiß aber auch gar nicht, wo man die findet. Also im Trailer war das irgendwie in so einem Tempel, aber ich glaube nicht, dass hier ganze Tempelanlagen eingebaut wurden. Hast du nochmal Fackeln? Ja, warte. So. Cheatest du die immer her? Nee, ne? nee, ich hatte die noch im Vorrat. Will ich ja mal hoffen. Also, oh Gott! Warum verliere ich immer ich runter? Bist du schon wieder runtergefallen? Ja, ich wollte dich schubsen und dann bin ich. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, aber ich mache das jetzt einfach mal auf gut Glück. Ja, ich habe es aber überlebt. Ja, stimmt. Ja, aber ich habe ja weniger Rüstung als du, weil ich ja nur diese Lederschuhe bekommen habe und du dir einfach mal die Eisenstiefel gekrallt hast. Ja, schon voll. Ja, natürlich. Ich glaube, der Letzte, der gezockt hat, hat die Sachen mitgenommen. Oder nee, Quatsch. Nee, wurde, glaube ich, einfach. Stimmt, muss ich die auch nur wieder zurücklegen, ne? Ja, das ist Eigentum von mir. Nein, Eigentum also. Eigentum von Mr. Gamecraft. Genau. Des Servers. Ja, dann sollten wir uns aber eigentlich sobald mal auf den Rückweg machen, so rein zeigen. Ja, das Problem ist, wo ist der Rückweg? Ja, das Problem ist, ich glaube, ich komme nicht mehr hoch. Also, wenn ich jetzt hier nochmal runterspringe, dann. Du hast aber schon ganz viel Stein, weil du dich ja auch hochgebaut hast, ne? Ecke. Also, ich bin jetzt gerade völlig in der Pampa. Ach, du bist wieder oben. Ach ja, übrigens noch so ein kleines, minimales Sorry an die Leute, die jetzt 3000 Mal rumstressen, dass ich gerade eben kein Texter-Package drin habe. Wie ich schon erwähnt habe, war die Aufnahme sehr spontan, also von meiner Seite aus jedenfalls. Oh, Zombie! Und deswegen hatte ich da keine Zeit mehr, irgendwas noch einzustellen. Ist aber auch gar nicht so schlimm, finde ich, weil inzwischen kann man die Standardtexturen von Minecraft ja wirklich ansehen. Das sieht ja nicht irgendwie extrem grausig aus. Ja, genau. Also ich spiele eigentlich auch immer ohne Texturen-Pack. Wird manchmal rumgemotzt, dass ich das nicht mache. Naja. Ja, aber das Schlimme ist ja dann wird ja eben auch rumgemotzt, wenn man eins verwendet, weil dann kommt immer so, du verwendest irgendwie das hier, ja, benutzt genau. Doch lieber dies hier und das hier und was weiß ich was. Und das ist halt, also es wird immer irgendwo an irgendeiner Stelle gezickt und deswegen, ich wollte es nur noch erwähnt haben, weil ich normalerweise außerhalb, glaube ich, der Adventure-Map mit Shuffle-LP, ja genau, im Hardcore-Let's Play habe ich ein Texte-Package drin, das sind die halt eigentlich gewohnt, aber ich wollte es nur kurz erwähnt haben, um etwaige böse Kommentare ausschalten zu können. Weil ich weiß aber nicht, wie ich da argumentieren soll. Ich weine dann erstmal so circa 2 Stunden und kriege mich irgendwie in mein Creeper-Zimmerchen zurück. In dem ich ja eh bin. Kommt er jetzt mal hier irgendwie durchs Wasser geritten oder macht er da irgendwie eine große Planschtour? Also du bist schon wieder draußen. Nee, ich bin nur tiefer drin. Ach so, ich dachte... Ich glaube, hier komme ich auch nicht mehr zurück. Das kannst du vollkommen knicken, die Sachen sind weg. Ich teleportiere dich dann so cheating-mäßig so. Ja, mach das einfach so, dann töte ich mal durch den Creeper. Okay, gut, warte, wir suchen gleich mal den Heimweg. Ich teleportiere dich jetzt mal raus. Boah, den Creeper töte ich noch. Komm schon. Da. Und tot. Jawohl. Hey. So, es wird dunkel. Das ist natürlich sehr schön. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja, müssen wir. Ja, einfach mal hochgehen und auf gut Glück irgendwo hinlaufen. Ansonsten müssen wir uns töten und dann war alles umsonst. Das ist natürlich sehr schön. Irgendwie 20 Minuten Aufnahme völlig umsonst. Ja, wieso nicht? Hier haben wir schon mal irgendwelche Fackeln, glaube ich, hingesetzt. Oder ich war jedenfalls so schlau, irgendwelche Fackeln. Ja, tatsächlich, Mann, bin ich schlau. Ich bin jedes Mal begeistert von meiner eigenen Genialität. Ja, das ist schön. Die ist nämlich ansonsten nicht vorhanden, deswegen ist das so ein Weltereignis. Achso, oh, dann schreib mir sofort rot im Kalender an. Müssen wir hier? Ja, tatsächlich, wir müssen sogar wirklich in die Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob einfach geradeaus oder rechts, links, keine Ahnung. Ich gehe ganz einfach geradeaus. Ich glaube mal, es war geradeaus. Könnten ja, wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir uns, oder hätte ich mir in den früheren Folgen schon mal merken können, wo der Mond immer stand, dann hätte ich das gewusst, aber... Naja. Das hättest du in der Tat tun können, mein Sohn. Ja. Ja. Scheiße. Ein kleiner Vogel.
sitzt da, jetzt cover ich hier auch noch durch die Gegend, ey, das ist nicht mehr zu fassen. Ich habe irgendwie einen verdammten Ohrwurm davon, also das habe ich anderen gerade im Kopf gehabt und auch die ganze Zeit heute Morgen in der Schule durch die Gegend genervt bis zum Abwinken. Ja, stell ich mir. Hat schon irgendwie schon so auf 10 Meter Entfernung, hat man schon eine kleine Vogel. Das ging einem, glaube ich, furchtbar auf den Sack. Ach Quatsch, bestimmt nicht. Ach Quatsch, ist bestimmt ganz toll. So, wo sind wir? Niemandsland. Also da hinten ist normales Land. Wir gehen jetzt einfach mal provisorisch dahin und schauen mal. Mach das mal. Wir werden die wieder zurückfinden. Nee, ich glaube auch nicht. Und wir haben kein Essen mehr. Obwohl wir könnten... Ja, das ist aber auch wirklich, wirklich sehr... Ich habe noch extrem viel Essen dabei. Echt? Ah, ja. Super. Aber das ist auch ziemlich typisch für mich, dass ich mich irgendwann mal verlauf. Also, egal wo. In Minecraft ist Verlaufen eigentlich Standard. Mhm. Ich muss mir das auch immer so, wenn ich mich irgendwie in Minecraft auf Erkundungstour begebe, dann nehme ich irgendwie immer so 10 Stacks Fackeln mit und markiere mir das Ganze so wie bei Hänsel und Gretel, damit ich irgendwie wieder zurückfinde. Sonst hast du da keine Chance. Das Licht, das ist verdächtig. Das ist positiv, außer es ist Lava. Wir sind wieder da, aber hinter diesen ganz vielen Monster und so. Obwohl. Hinter mir noch nicht. Ah, da ist ein Zombie, komm, der mach ich noch platt. Da ist ein Skelett. Zack! Yo. Jetzt haben wir noch zwei Creeper, den stelle ich mich einfach auch mal noch, heldenhaft wie ich bin. Genau. Nein! Boah, ey, das war jetzt auch mal eine knappe Sache hier. So, dann sind wir ja schon wieder da. Sehr schön. Hallo, 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 hallo. Boah, ich bin gerade richtig gut. Ich sehe schon. Wenn man denn in Minecraft überhaupt gut sein kann, aber... Haben zu Hause wieder gefunden und du stirbst in Lava. Ja, das hatte ich jetzt eigentlich vor, aber ich habe irgendwie kein Wasser in der Nähe gesehen, deswegen habe ich es doch gelassen. Hinter diesem Creeper? Echt? Mhm. Hallo! Yeah! Sehr schön. Da kommt gar nicht mehr zum Explodieren. Mhm. Weil ich so dermaßen cool bin. Oh ja. So muss das sein. Um mal noch einen schönen miesen Spruch zu bringen, ja, das war jetzt wichtig. So, ja. Gut. Ja, dann packe ich mein Zeug hier mal einfach alles wieder rein, was ich jetzt gesammelt habe. Jo, würde ich auch sagen. Hier in der Truhe ist mehr Platz. Zack, 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 zack. Ja, habe ich dir ganz schön viel gebracht, ey. Ganze 7 Blöcke Eisen, 10 Lapis Lazuli und irgendwie... Oh, dann hat sich's ja gelohnt. 2 Rosenblätter. Das hat sich wirklich gelohnt. Ja, nee, ist doch schön. So, haben wir wieder was. Und falls dann noch eine Folge kommt, dann haben wir wieder was. Wenn nicht, war das eh alles umsonst jetzt. Nein, da wird bestimmt noch eine Folge kommen. Irgendwann. Ja, irgendwann findet er auch wieder Freunde. Also das dauert halt immer so ein bisschen bei ihm. Ja, das ist ein bisschen Problem mit... But for Cake hatte ich das eigentlich, glaube ich, noch vor. Aber okay. Ja, du brennst. Nein, Moment. Das kann ich noch schaffen, das kann ich... Ach, verdammt nochmal. Ja gut, an der Stelle können wir noch die Aufnahme aufhalten, ja, glaube ich. Ich wollte einfach nochmal so zum Abschluss sterben, um dem Ganzen noch so einen Mitleidsfaktor zu verleihen. So, oh Gott, der arme Kiddos ist gestorben. Oh, das ist so ein Trottel und was weiß ich, was du hast. Ja, genau. Gut, ja. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Mitmachen, ne? Natürlich, immer wieder, ach nee, einfach nur. Ja, okay. Ja, gut. Ist okay, komm, lass uns nicht weiter drüber reden. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen auch und ja, wir sehen uns dann vielleicht in dem nächsten Part, vielleicht auch nicht. Schaut doch mal bei The Kilo Zone vorbei und... Oder bei Mr. Gamecraft, für die Leute, die jetzt gerade eben auf meinem Kanal rumhampeln und sich denken, was habe ich gerade eben eigentlich angeschaut, ey. Genau. Ja. Und ja. Dann... Ja. Und jetzt beenden wir das alles einfach, indem wir 10-mal Ja sagen. Genau. Ja, tschüss. Ja, tschüss.